Ja, schönen guten Abend und herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach Spiel 5 der Viertelfinalserie Adler Mannheim gegen die Kölner Haie. Ich begrüße beide Trainer, zu meiner rechten Uwe Krupp und zu meiner linken Hans Zach. Wie gewohnt übergebe ich das Wort zuerst an unseren Gästetrainer. Herr Krupp, Glückwunsch zum Sieg und zum Einzug ins Halbfinale. Wie haben Sie das Spiel heute erlebt? Ja, guten Abend. Ich denke, bevor ich über das Spiel rede, wenn du so eine Paarung Köln mit Mannheim gegen Mannheim hast, egal zu welchem, in welcher Runde das ist, im Viertelfinale, im Halbfinale oder im Finale, dann hat das Ganze immer einen negativen Aspekt, und das ist, dass eine dieser zwei Mannschaften nicht gewinnen wird. Und ich glaube, wir haben hier 5 Spiele gesehen, wo jedes Spiel auf Messerschneide stand, mit überragenden Mannschaftsleistungen auf beiden Seiten. Mein Kompliment geht an die Adler Mannheim und an Hans, wie er seine Mannschaft eingestellt hat. Die haben nie aufgesteckt. Ich glaube, wir arbeiten beide mit der Grundidee, dass du irgendwann den Gegner zum einen Knackpunkt bringst und irgendwann es schaffst, dass du die Moral der Mannschaft brichst. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass uns das gelungen ist in diesen Spielen. Wir haben heute auch wieder ein genauso enges Spiel gesehen wie die anderen 4 Partien. Und insgesamt, ich glaube, es war hochklassiges Eishockey, auch wenn wir nicht so viele Tore gesehen haben, wie man sich das manchmal wünscht im Eishockey. Aber an Spannung und dann an Intensität, glaube ich, war diese Serie schwer zu überbieten. Bin natürlich sehr, sehr froh, dass wir weitergekommen sind. Bin stolz auf die Art und Weise, wie die Mannschaft gekämpft hat heute. In vielen Phasen, wo Mannheim gedrückt hat, haben wir verteidigt. Der Hans hat gesagt, nach dem ersten Spiel Köln hat mit Mann und Maus verteidigt. Das haben wir heute auch gemacht zum Teil. Und das zeigt über die Stärke der Mannheimer Adler und wie sie eingestellt waren. Und wie gesagt, ich bin natürlich froh, dass wir weitergekommen sind. Und wir freuen uns auf den nächsten Gegner. Aber auch Kompliment an die Adler Mannheim und an die Art und Weise, wie sie hier sich präsentiert haben in der Runde. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Krupp. Herr Zach, Ihr Kommentar zum Spiel, bitte. Ja, ich möchte das Kompliment, das der Uwe uns gegeben hat, auch an die Kölner zurückgeben. Sie haben uns alles abverlangt. Sie haben auch gekämpft wie die Löwen. Sie haben ja Klassenspieler in ihren Reihen. Spieler, die schon sehr viel erreicht haben, auch international. Und trotzdem haben sie sich in die Schüsse geworfen und haben sie an Uwe seinen Stil total gespielt. Der Uwe hat sie auf einen Weg gebracht, schon im letzten Jahr, das darf man ja nicht vergessen. Und heuer finde ich noch besser. Und alles, was er gemacht hat, hat Hand und Fuß. Und die Mannschaft ist immer das Spiegelbild vom Trainer. Und ja, ich will sie nicht noch mehr loben, weil ich glaube, dass wir gegen den späteren Meister ausgeschieden sind. Das ist meine Meinung wohlgemerkt. Will die Kölner nicht Druck auflegen, den brauchen sie nicht. Das werden sie auch leicht tragen können. Aber das ist meine feste Meinung. Zu uns möchte ich sagen, oder zu mir, zu den 3 Monaten, die ich jetzt hier bin. Die Mannschaft hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit ihr zu arbeiten. Sie hat voll mitgezogen. Der Kampfgeist und der Einsatz, den sie geboten hat, jetzt hier in der Serie, muss man wirklich sagen, bietet keine Zeile negativen Aspekt, wenn der eine oder andere Spieler nicht die Technik hat oder die Cleverness hat, ja, dann sei es auch seiner jungen Jahre geschuldet. Besonders erfreut war ich oder erstaunt über den großen Rückhalt der Adlerfans, der Adlergemeinde in jeder Beziehung. Ich habe in den 3 Monaten nicht ein böses Wort gehört. Die Adlerfans haben ein gutes Gespür für Kampfgeist und Einsatz und Moral. Und ich hoffe auch, dass in Zukunft Einsatz und Kampfgeist so honoriert wird, wie er jetzt honoriert wurde von den Fans. Die ganze Zeit, in der ich hier bin, muss ich das sagen, trifft es zu. Und ich hoffe auch, dass man Leistung und Einsatz der Mannschaft nicht immer nur an Sieg und Niederlage festmacht. Wir sind nicht einmal untergegangen in dieser Saison oder haben einmal uns laufen lassen, sondern bis zum Schluss war jedes Spiel, das wir gespielt haben, hart und kämpft. Und da gilt meine Hochachtung. Gut, für die Zukunft können sich die Adler Organisation sehr viel abschauen, wie Köln ihre Mannschaft zusammengestellt hat. Und ja, ich hoffe, dass das gelingt. Und ich bin in der kurzen Zeit auch ein Adler gewesen für 3 Monate, aber auch mein Herz hängt jetzt an der Mannschaft, auch für
die nächste Zeit, weil dann mache ich nichts mehr. Und der Ubi hat fertiggebracht, dass er mir einen ruhigen Geburtstag beschert am Sonntag. Danken will ich ihm nicht dafür, aber so ist es mal. Er schaut auf mich. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Zach. Ja, liebe Fans, mit diesen beiden Statements verabschieden wir uns in die etwas längere Sommerpause. Wir wünschen unseren Gästen noch nur eine gute Heimreise und viel Erfolg für die Playoffs. Und wir sehen uns dann natürlich zur neuen Saison wieder. Bis dahin, eine schöne Zeit.